sind jetzt im Hauptbahnhof. Wir mussten ganz früh raus heute. Wir wollen ja heute zu den, wie heißt es, Schmidt? Birka. Wir wollen ja heute zu Birka. Dort die, wir wollen die Schäreninseln sehen und wir wollen dort ins Wikinger-Freilichtmuseum. Wir mussten früh aufstehen, mussten uns jetzt beeilen. Um 9.30 Uhr fährt unser Schiff dahin. Bin jetzt im Bahnhof. Ich habe noch schnell eine SIM-Karte mit Data geholt. Ich hoffe, dass das Uploaden jetzt besser geht. Und ich bin ziemlich müde, war noch kein Kaffee. Aber, und dann kommen wir direkt schnell zum Low-Budget-Tipp des Tages, Kaffee und Kanelbüller, also Zimt, Zimtschnecken. Zimtschnecken kann man hier immer sehr günstig kaufen. Das ist quasi so ein, jeder hat es, jeder will es. Total lecker. Kaffee und Kanelbüller, einfach mal holen. Wir sind auf dem Schiff Richtung Birka, das uns jetzt an zahlreichen Schäreninseln vor den Toren von Stockholm herführt. Wir haben hier zwar kein WLAN, haben uns aber häuslich eingerichtet an einem sehr gemütlichen Tisch und eine Frau in Wikingerkleidern erklärt Sachen. In rund anderthalb Stunden werden wir auf Birka ankommen und mal schauen, was uns da so erwartet. Wir befinden uns jetzt auf der Insel Birka. Diese liegt rund zwei Stunden dem Boot von Stockholm entfernt. Birka war ein bedeutender Handelsplatz in der Wikingerzeit. Man kann es vergleichen mit Heitabu, wo wir euch ja bereits hingeführt haben. Auch von hier aus wurden auf dem Seeweg zahlreiche Waren verschifft. Dort, die ihr überall auf der Insel sehen werdet, in diesem Gebiet mit zahlreichen Hügeln, markieren Gräber. Runensteine sind übrigens keine Grabsteine, sondern markieren nur wichtige Ereignisse oder erinnern an bestimmte Personen. Ja, hier lebten ungefähr 1000 Menschen und wo sich das Dorf befand, könnt ihr noch an den Grenzen der Bäume erkennen. Ja, das Dorf wurde irgendwann aufgegeben. Man weiß nicht genau warum, es sind verschiedene Gründe. Es gibt Spuren eines Angriffs, eines Brandes. Allerdings wäre es wohl wieder aufgebaut worden, wenn es noch zu dem Zeitpunkt des Angriffs und des Brandes ein Handelszentrum gewesen wäre. Es muss also auch damit zusammenhängen, dass man nicht mehr so gut hierher kam, aufgrund der steigenden Landmasse. Und darüber hinaus gab es auch Änderungen hinsichtlich der Siedlung im baltischen Raum. Also verschiedene Gründe führten dazu, dass das Dorf letztlich nicht mehr bewohnt wurde. Ansgar Kreuz ist ein Denkmal, was dem Missionar Ansgar gewidmet ist, der hier missionarisch tätig war. Das ist zufälligerweise genau der Missionar, der auch in Heitabu tätig war und dem das Denkmal dort gewidmet ist.
Freilichtmuseen gibt es nicht nur in Haithabu, auch hier wurden ab 2006 Häuser errichtet. Hier nimmt die Schmidt gerade Tuchfühlung mit ihren Artgenossen auf. Schaf seit ungefähr 8 Tagen, das mir keinen Korb gegeben hat. Und heute stellen wir euch das zweite Themenrestaurant vor, nämlich das Eifur, ein Wikinger Pub in der Altstadt von Stockholm. So, wir sind jetzt hier im Eifur, im Wikinger Pub. Großartige Atmosphäre, großartige Deko. Jeder Gast wird begrüßt und laut den anderen vorgestellt, was nochmal zusätzlich zur Atmosphäre beiträgt. Und ja. Guests of the hall, please welcome the Dawson family from the United States. Let's give them a big round of applause. Toll gesungen. Ja, es wird wieder Zeit, das Horn bzw. abermals diesmal den Becher oder das Glas auf jemanden zu erheben. Und heute ist dran... Der Raschke. Der Raschkoide ist heute dran. Und wir stoßen allerdings heute nicht mit Met an, sondern mit Wasser. Zum einen, weil der Raschke ja keinen Alkohol trinkt, oder fast keinen. Und deswegen ist heute Wasser. Und ein weiterer Grund natürlich... Wir mussten heute an ihn denken und haben uns gefragt, was er wohl dazu sagen würde, dass jetzt den dritten Tag unser Topf, den wir hier bei der Ankunft benutzt haben, um unsere Nudeln zu kochen, im Vorzelt vor sich hin rottet und dringend mal gespült werden müsste. Das würde ihn bestimmt erfreuen. Oder auch nicht. Oder auch nicht, genau. Und ja, dir würde es sicher hier gefallen übrigens. Also vielleicht haben wir die Gelegenheit, hier mal zusammen einzukehren. Sehr zu empfehlen, sehr atmosphärisch, wie du siehst, oder wie ihr alle seht. Und ja, damit verabschieden wir uns quasi für die heutige Folge auch. Morgen werden wir aus Stockholm abreisen. Und jetzt aber erstmal auf den Raschkoiden. Auf den Raschkoiden. Und ich hoffe, euch hat die Folge abermals gefallen. Wenn ja, das Video liken und natürlich den Channel abonnieren. Bis denn. Bis denn.